Also, ich habe das Thema den Warschauer Pakt und als ich darüber nachdachte und recherchierte, hatte ich keine Ahnung, um was es da geht. Also, man sieht schon, dass ich vor allem zu wenig Ahnung von der Geschichte habe. Und je mehr man in das Thema hineingeht, desto mehr Dinge kommen hoch. Und ja, was ist denn das? Und das gehört auch dazu. Es ist alles miteinander verwoben und verwurzelt. Aber wir haben gestern den Vortrag von Alin gehabt über die NATO. Und der Warschauer Pakt ist eigentlich so wie ein Gegenstück der NATO. Und zwar hatten wir den Zweiten Weltkrieg. Wann wurde der beendet? Wer kann das sagen? 1945. Genau, 1945. Und nicht lange danach wurde 1949 dann die NATO gegründet, wo die Alin gesagt hat, wo von den USA, die Kanada und 10 europäischen Staaten gegründet wurde dann. Und dann hatte man ein Gegenstück, eben im Osten wollte man sich auch bestimmte, ich kann nicht sagen Privilegien, aber man wollte sich halt diese Weststaaten ein bisschen sichern. Also da, das war dann der Ostblock und das wurde unter der Führung der Sowjetunion zu einem Warschauer Pakt. Und welche Staaten könntet ihr euch vorstellen, gehörten darunter, also zu diesem Warschau? Ja, genau, Russland, Tschechien, ja. Also DDR, ja, genau. Welche noch? Ungarn, Jawohl. Soll ich die an die Tafel schreiben? Ich mache das mit Grün. Also wir haben die DDR. Entschuldigung. So, und was habt ihr noch gesagt? Oh, ich muss lernen, an die Tafel zu schreiben. Tamina, du schreibst schön. Tschechien, dann Ungarn. Ihr könnt auch nachschauen. Rumänien, ja. Rumänien. Rumänien, ja. Polen. Polen, Jugoslawien, was? Es steht nicht da, aber haben wir Albanien? Ja, aber das steht nicht hier. Also wir haben hier Albanien, Bulgarien, DDR, Tschechoslowakei, Ungarn, Polen, Rumänien und die Sowjetunion. Ja, also machen wir hier. Sowjet, genau. Genau, jetzt gehe ich da auf die andere Seite, wenn ich das öffnen kann. Ja, so wie das aussieht, ja. Ja, genau. Und zwar habe ich das gesagt. Genau, diese Länder, die haben sich so vereint und sich gegenseitig militärischen Beistand versprochen, sozusagen. Also wenn der eine angegriffen wurde, dann haben die anderen dann geholfen, so ähnlich wie halt bei der NATO. Aber natürlich wurden diese Länder hauptsächlich von welchem Land dominiert? Was denkt ihr? Von der Sowjetunion. Und
Interessant ist auch noch, dass im Wortlaut heißt es, es geht hier um einen Vertrag zwischen Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Also das fand ich noch, das ist das Motto, genau. Also das im vollen Wortlaut heißt es, es geht um den Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Und ist ein Gegengewicht zur NATO. Und die wollten sich ihre Macht in Mittel- und Osteuropa sichern. Dann hatten wir ja mit der NATO und der Sowjet, also NATO und dem Weimarer Pakt, nicht Warschauer Pakt, hatte man immer diese Kriege gegenseitig, also die haben sich ja überhaupt nicht verstanden, weil die Amerika und also die NATO-Staaten, die hatten ja, die waren gegen diesen Kommunismus und ja, die haben sich immer ein bisschen auch bekriegt. Man sagt auch den Kalten Krieg, der eigentlich zwischen Amerika, weil die Gründungsväter ist ja Sowjetunion und bei der NATO die USA, die hatten ja auch diese Stellvertreterkriege und so, das, da können wir das sehr gut sehen. Ich habe hier ein schönes Beispiel. Vielleicht habt ihr schon gehört von dem Prager Frühling. Das habe ich der Monika einmal kurz erwähnt. Das begann am 5. Januar 1968. Da war der damalige Parteichef der tschechoslowakischen kommunistischen Partei. Der hieß Novotny. Ja, wie man das ausspricht, weiß ich nicht genau. Und der wurde dann von Dubček abgelöst. Und die neue Führung, die wollte das ein bisschen öffnen, das Ganze. Und man hat auch mehr Pressefreiheit eingeführt und die Aufhebung der Zensur. Man wollte es ein bisschen demokratisieren, das Ganze, und dass sich die Leute versammeln konnten. Und er hat auch wirtschaftliche Reformen in sein Land gebracht. Aber das war eine, wie soll ich sagen, da bestand eine Gefahr, weil dann die Sowjetunion, also die hatten dann ein bisschen Angst, dass sich dieses Gedankengut ein bisschen ausbreitet in die anderen Länder auch. Und das wollte man unter allen Umständen verhindern, weil dann hätten sie ihre Macht mit der Zeit verloren. Und man hat dann, soviel ich weiß, von heute auf morgen, da kamen 7000 Panzer von dem Weimarer Pakt, also von diesen Ländern, sind dann, nicht Weimar, Entschuldigung, Warschauer Pakt, danke schön, in die Tschechos, also in Tschechien eingefallen und haben dann zuerst in die Luft geschossen und dann haben sie aber auch auf Personen und es gab auch Tote. Die Leute in Tschechien haben sich dann auch zur Wehr setzen wollen, weil denen gefiel das natürlich nicht, dass die eingefallen sind, diese Menschen. Und genau, was wollte ich noch sagen? Diesen Prager Frühling hat aber natürlich dann die anderen Leute motiviert, sozusagen. Das, was eigentlich von dem sie Angst hatten, ist natürlich dann auch in die Tat umgesetzt worden. Es haben sich immer mehr Leute gegen den Kommunismus, gegen das System aufgestellt und haben, also dann, mittlerweile haben sich dann über 10.000 Menschen haben dann ein Papier unterschrieben,
Muss ich schauen. Also gegen das System, genau. Und man hatte dann natürlich Angst vor zu viel Eigenständigkeit. Das war ein richtiger Kampf dann. Und ich, so viel ich das verstanden habe, hat die DDR, dort hat es dann begonnen, 1989, dass die sich dann gelöst haben. Ja, das waren alles kommunistische Länder, geführt von der Sowjetunion. Genau, die wollten halt ihre Macht demonstrieren. Muss ich schauen. Also eben dieser Prager Frühling hat, glaube ich, sehr viel bewirkt eigentlich. Natürlich sind Menschen gestorben, aber diese Haltung in der Tschechoslowakei hat dann eine Liberalisierungswelle eigentlich verursacht, kann man sagen. Die waren halt mutig genug. Also ich denke, vor allem der Präsident war mutig und das hat dann sehr viel ausgelöst. Ja, also ich habe gelesen, er hat sich schon noch zu dem kommunistischen Regime irgendwie gestellt oder gesagt, ja, ich bin eigentlich schon auf dieser Seite und dennoch hat er diese Offenheit dann eingeführt. Also es war irgendwie so ein bisschen schwierig, denke ich. Der Präsident, der Herr hieß Dubček. Dubček. Ja, kann ich hier schreiben. Das war Tschechien. Ich glaube, so schreibt man das. Dubček, ja. Ja, Alexander Dubček. Ja, das war so ein Reformpolitiker. Der hat damit begonnen. Und ja, genau. Und das stellte natürlich eine Bedrohung dar für die Einheit des Ostblocks. Und die forderten dann gemeinsam mit weiteren Staaten des Warschauer Pakts wie Bulgarien, Polen, Ungarn und der DDR, dass die Reformentwicklung in der Tschechoslowakei gestoppt werden müsse. Aber die Lage hat sich verschärft. Und auch wenn die, eben das habe ich schon gesagt, auch wenn die tschechoslowakische Regierung ihre Verbundenheit mit den sozialistischen Staaten beteuerte und neue Verträge mit der Sowjetunion abschloss. Ja. Ja. Und aber inzwischen stand ein Großteil der Bevölkerung hinter den Reformplänen des Prager Frühlings. Zu lange durften die Menschen ihre Meinung nicht kundtun, nicht äußerlich, ja, sie durften nicht darüber reden. Und zu lange durften halt auch Künstler und Schriftsteller nur veröffentlichen, was die Leute, also was der Staat auch vorgeschrieben hat. Und sie sahen halt auch also in dieser Entwicklung eine Chance auf mehr Freiheit. Und der Prager Frühling gilt auch als Beweis dafür, dass zwischen Kommunismus und Kapitalismus noch ein dritter Weg möglich ist. Man versteht darunter die Verbindung sozialistischer Wirtschaftsordnung mit Elementen demokratischer Mitbestimmung und Rechtsstaatlichkeit.
Genau. Und vielleicht muss ich da noch etwas über die Sowjetunion sagen. Die war ja im Zweiten Weltkrieg, war die ja zur neuen Supermacht, ist die aufgestiegen. Und seit der Russischen Revolution 1917 organisierte sie sich als sozialistischer Staat und grenzte sich damit deutlich von den USA ab. Und die US-Amerikaner zeigten sich besorgt über die sowjetischen Eroberungen in Mitte- und Osteuropa und versuchten, deren Einfluss zurückzudrängen. Und als dann die gemeinsame Besatzungspolitik über Deutschland auf der Potsdamer Konferenz 1945 scheiterte, gerieten beide Supermächte zunehmend in Konkurrenz. Und seit 1947 betrieben die USA eine Containment-Politik. Da habe ich aber nicht geschaut, was das ist. Vielleicht kann die Tamina noch was dazu. Oder, also wenn du nicht gerade weißt, spielt das auch keine Rolle. Aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Die die weltweite Eindämmung des Kommunismus zum Ziel hatte. Also die wollten den Kommunismus eindämmen und die Aufteilung der Welt in zwei Machtblöcke wird auch als bipolare Weltordnung bezeichnet, also zwischen zu verhindern, ja. Danke. Die Zeit zwischen 1947 und 1990 trägt den Namen Kalter Krieg, da es zwischen den USA und der Sowjetunion trotz des dauerhaften Konfliktpotenzials nie zu einem direkten Krieg gekommen ist. Aber man sieht hier immer diese Stellvertreterkriege. Man spricht von, also es gibt ja diesen Koreakrieg und verschiedene Krisen, Vietnamkrieg und all das. Das hat alles, genau, Afghanistan, Angola, das geht eigentlich alles um diese zwei Supermächte, die zwei bipolare Mächte. Und das fand ich noch interessant, dass es schon früh begann. Und aufgelöst wurde dann der Warschau-Pakt 1991 mit dem Zerfall der Sowjetunion, weil die konnten ja, also mit der DDR begann es und dann haben sich einige Staaten, also 1989 hat es begonnen und endete dann 1991. Der Zerfall hat 1989 begonnen mit dem Fall der Berliner Mauer und endete dann definitiv 1991, ich glaube im Juli, 1. Juli, genau, weil ja, die hatten ja dann keine Macht mehr. Und dann hat die NATO dann gedacht, ja gut, eigentlich war die ja da, um das auch ein bisschen einzudämmen. Und die musste sich dann neu definieren oder gründen. Der Warschauer Pakt, der wurde 1954, aber du möchtest das genaue Datum, ja? Das habe ich irgendwo. Ja, das habe ich jetzt. Moment. Das genaue Datum. Ich habe jetzt hier nur gefunden. Kannst du es nochmal sagen? Also 14. Mai 1955 wurde der gegründet, genau. Also ich finde es noch spannend, also man
durch nur ein bisschen Studium kommt man auf so viele Daten und eben Kalter Krieg und all das Zeug, da muss man recherchieren, um was geht es hier, um was geht es da. Und das ist gut, wenn man schon ein bisschen eine Ahnung hat, aber das ist nur an der Oberfläche gekratzt, denke ich. Also somit bin ich hier mehr oder weniger fertig. Dalia, kannst du das zusammenfassen? In ein paar wenigen Worten? Oder die Esther? Warum wurde der Warschauer Pakt gegründet? Denn darum ging es ja eigentlich. Ja, da Alin. Der Warschauer Pakt wurde gegründet, um die Macht zu haben über Ost und West, also Ost- und Mitteleuropa. Und es war eigentlich auch gegen die NATO, also das Gegenstück zur NATO. Weil die NATO hat ja einen Vertrag unterzeichnet mit den westlichen Ländern, um eigentlich gegen die östlichen Länder zu kämpfen. Und dass sie auch so etwas haben, haben sie das auch gegründet. Ja, die wollten halt genau wie du gesagt hast, ein Gegenstück zur NATO, und die wollten halt auch ihr kommunistisches System da in diese Länder einbringen, aber mit der Zeit ist das halt gebröckelt, und da gab es einen mutigen Präsidenten in der Tschechoslowakei, der dann eigentlich, also ich würde sagen, der hat dann alles ein bisschen zum Stürzen gebracht. Und die Leute haben wahrscheinlich dann gesehen, wie schön das ist, und ein bisschen Freiheit gerochen. Und das hat dann zu Revolutionen und so geführt. Also so stelle ich mir das vor. Interessant, was ich noch vorhin gerade gelesen habe, war, dass die UdSSR erst mehrmals versucht hat, Teil der NATO zu werden. Und ihre Vorschläge und so wurden immer von den anderen Siegermächten, also England, USA und Frankreich, abgelehnt. Und wo sich halt wirklich die Meinung getrennt hat, war, ob Westdeutschland wieder Waffen haben darf oder nicht. Und da hat sich das Ganze gespalten, großartig. Oder beziehungsweise die USDR hat mehrmals versucht, Teil der NATO zu werden. Hat nicht funktioniert. 1955, glaube ich, war es, dass Deutschland dann Teil der NATO wurde. Und basierend darauf wurde der Warschauer Pakt kreiert. Das heißt, es war wirklich eine Antwort darauf, dass der Osten nicht Teil des Westens sein durfte. Und natürlich halt auch politische Unterschiede. Aber ich finde es sehr interessant. Also ich habe noch auch gehört, dass nachdem es aufgelöst wurde, die hatten so einen Vertrag geschlossen, dass der Westen, also die NATO, durfte nicht Länder des Ostens aufnehmen. Also nach der Auflösung. Und dann haben sie, ich glaube, trotzdem einige Länder aufgenommen, und das hat dann wieder auch zu Krieg und Spannungen geführt. Ja, das, wo wir gestern ein bisschen drüber gesprochen haben, dass das die Parallele ist, wenn wir Apostelgeschichte 27 haben, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht Apostelgeschichte 27, sondern Pyrrhus, wo wir wissen, dass wir das mit dem Kalten Krieg parallel stellen können. Wir wissen, dass es eine alte Abmachung gab, dass die Römer ihre Schiffsflotten nicht in die Bucht von Tarentum reinfahren durften. Aber durch das, glaube ich, Turi Rom als Hilfe geholt hatte, sind die dort reingefahren, was Tarentum als Kriegserklärung gesehen hat. Und dann hat Krieg geführt. Und Hess hat es parallel gestellt mit der Geschichte, dass nach 1989 es diesen alten Pakt gab, dass der Westen nicht weiter hinter den eisernen Vorhang gehen darf. Aber es hat es doch gemacht, was wir sehen, wie ein Staat nach dem anderen der NATO teilnimmt. Und dadurch hat sich Putin bedroht gefühlt. Und mehr oder weniger klärt den Westen den Krieg. Das ist diese Parallele. Und was wir jetzt gestern und heute ein bisschen betrachtet haben, ist, dass wir die Geschichte dann ein bisschen angekratzt haben. Aber das macht diese Parallele mit Pyrrhus
den Zweiten Weltkrieg und heutigen Krieg. Ja, Ali? Ich habe ja gegeben, Warschauer Pakt auflösen, dort steht auch, zum 1. Juli desselben Jahres wurde der Vertrag schließlich gänzlich aufgelöst und damit der Kalte Krieg formell beendet. Offiziell, ja. Das heißt, der Krieg, ja, wir können 1945 markieren, aber wir können eigentlich den Kalten Krieg anfangen, dass die NATO hast. Mhm. Aber der Kalte Krieg ist wirklich 1955 da, als der Warschauer Pakt geschlossen wurde, weil jetzt hast du wirklich zwei Fraktionen. Gibt es eigentlich heute wieder so etwas wie einen Ersatz für den Warschauer Pakt? Ich glaube nicht. Einen Ersatz, wie meinst du das? Ja, ich meine, der Kalte Krieg hat wieder begonnen. Oder sagt Putin einfach, dass er nicht alles alleine in die Hand? Naja, du hast Putin, der halt versucht, gegen den Westen anzukommen. Das ist, glaube ich, Thema von Rafia. Wie du siehst, wie Russland, sowohl auch Amerika, um die Einflussgebiete der Welt kämpfen, so wie schon im Kalten Krieg. Und du siehst, dass in Rafia Russland etliche Einflussgebiete gewonnen hat. Das heißt, du siehst diesen Kampf. Ich meine, vorhin hat sie das ja gesagt, der Kalte Krieg, dieser Krieg zwischen Ost und West, wurde durch Einfluss ausgeübt oder Proxykämpfe. Und das siehst du ja immer noch zwischen Amerika und Russland. Nur nicht mehr so in Europa. In Europa genauso. Was ist da die Nordpipeline da? Das ist schon die ganze Zeit. Das Problem ist nur, wir waren dem Ding ein wenig ins Gesicht gefahren, wenn man sich dafür interessiert. Oder was in der Ukraine 2014 passiert, in der Krim und all diese Dinge, ist alles Teil davon. Und Russland versucht ja händeringend Pakte und Verträge zu schließen, um eine Macht gegen den Westen aufzustellen. Ist sonst noch ein Gedanke dazu oder ein Beitrag? Also ich denke eben, wenn man ein bisschen in die Politik eingeht, dann ist es ein Ding, wo man gar nicht aufhören kann, weil man kann so weit in die Tiefe gehen. Das ist jetzt wirklich nur innerhalb kürzester Zeit, was ich da herausgefunden habe. Wenn sonst kein Gedanke da ist, dann wollen wir noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir die Geschichte lernen dürfen. Du weißt, dass viele von uns sich nicht so für Geschichte interessiert haben, und du weißt, dass wir erkennen, wie wichtig das ist. Hilf uns, die Zusammenhänge zu erkennen und auf unsere Zeit anzuwenden. Ich bitte dich um den Heiligen Geist, um Licht und Weisheit, dass wir, was wir hören, auch in unser Leben einordnen können, umsetzen können. Bitte schenke uns deinen Schutz und Segen für den heutigen Tag und hab Lob und Dank im Namen Jesu. Amen.